Hallo, lieber Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit ungeschnitten, täglich aktuell. Und heute ist Donnerstag, der 10. Oktober 2013, mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit. Ich bin Dietmar Möfs und bin zurzeit in Köln. Und zum Beleg meines Datums habe ich hier die Süddeutsche Zeitung von heute, die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute, und zusammenfassend gehe ich auch auf die Lage von heute in der Beziehung ein, dass ich zu den politischen Parteien in Deutschland jetzt einige Dinge sage, die infolge des Wahlergebnisses der Bundestagswahl am 22.2013 sich ergeben haben, und zwar auch auf Anfrage eines Benutzers der Lichtgeschwindigkeit. Was meine ich denn mit den Grünen? Einerseits, wenn ich gesagt habe, kaum sind die Wahllokale geschlossen gewesen, haben die Grünen die Kandidaten, die gewählt worden sind, gekappt und haben das Programm aufgegeben. Und nun habe ich gestern gesagt, die Wahl der Nachrücker sozusagen in der Führung der Grünen im Bundestag, Bundestagsfraktion, Bundespartei, würde ich gut finden, was sie gemacht haben, indem sie Frau Göring-Eckardt und den Herrn, weiß ich den Namen nicht, gewählt haben. Und muss ich auch nicht wissen, natürlich weiß ich den. Es ist so zu verstehen. Also, dass sich wählen lassen, und wenn das Wahlergebnis nicht gefällt, dann alle, die die Grünen gewählt haben, dann im Grunde genommen nicht mit der Erfüllung des Wahlprogramms zu beehren, sich zu bedanken, sondern zu sagen, ah, die, die mich gewählt haben, die sind jetzt im Grunde die Verlierer, die sind schuld daran, dass wir nicht genug Stimmen haben. Naja, die, die die Grünen gewählt haben, sind ja die, das Verdienst haben für die Abgeordneten der Grünen im Deutschen Bundestag. Die werden also enttäuscht, und stattdessen sagt man, wir müssen irgendwie die Kurve kriegen hin zu irgendwelchen vermeintlichen erhofften größeren Wähleranteilen. So, also aus dem Grunde habe ich dieses Abschießen von Trittin und so weiter Claudia Roth missbilligt, unmittelbar nach der Wahl. Das hätte später kommen müssen, beziehungsweise meiner Ansicht nach, zumindest was Claudia Roth betrifft, hätte das schon vor 2 Jahren sein müssen. Während ich der Meinung bin, dass eine Partei wie die Grünen stets jemanden haben muss, der nicht nur unverzüglich und ohne Schrecksekunde nichts sagen kann, so wie das Cem Özdemir kann. Ja, der kann zu allem sofort nichts sagen, auch nichts Falsches. Wichtiger ist einer, der wirklich prägnant was sagen kann, was auch noch mit der Partei der Grünen zu tun hat. Das ist einwandfrei einer der stärksten überhaupt der Grünen, Jürgen Trittin, geworden im Laufe vieler Jahre, letztlich auch der Erfahrung. Der wird den Grünen fehlen. Das braucht jede Partei. Jemanden, der wirklich richtig in der Elefantenrunde mitreden kann. So, jetzt haben sie den Trittin, weil das Wahlergebnis schlecht war, weggeschickt. Das halte ich für einen Fehler. Aber egal, nun kommt die neue Situation, die Gegenstand meines Kommentars war, nämlich die Neuwahlen. Gestern oder vorgestern, die die Grünen oder am Wochenende gemacht haben. Und da muss ich sagen, es sieht so aus, als wenn die Frau Göring-Eckardt hier für die weicheren Themen der Grünen sprechen kann und auch sozusagen imagemäßig diesen Teil des Profils der Grünen Partei, Kernprogramm der Grünen, stellvertreten kann. So, das ist auch nötig, dass sie das haben. Und dann ist es andersrum so, dass der Anton Hofreiter als Naturwissenschaftler, Biologe nun auch gesagt hat, wir müssen zu dem ökologischen, biologischen Naturschutz und so weiter, Arterhaltung, Nachhaltigkeit, grünen Gründungsthema wieder mehr Bezug gewinnen in dem, was wir täglich und programmatisch in der Partei, in der Politik machen. Anton Hofreiter ist genau der Richtige, der das bringt, was Leute wie Joschka Fischer vergeigt haben. Ja, statt sich mit der grünen Partei zu beschäftigen, hat Joschka Fischer überlegt, wie werde ich sozialdemokratische Volkspartei. Ja, und wenn das nicht klappt, dann hat Herr Kretschmann gesagt, naja, dann werden wir eben eine CDU-Volkspartei. Ja, genau, mit dem CDU-Label werden die jetzt in Stuttgart rumfummeln, bis die CDU-Wähler wieder sagen, ach nö, da gehen wir lieber zu der bestechlicheren Original-CDU. Und dann hängt Herr Kretschmann mit seinen ganzen guten Ratschlägen nämlich im Schornstein. Das kann ich jetzt schon sagen. Also, die Grünen haben jetzt das Richtige getan.
Am Wahlsonntag haben sie was falsch gemacht, jetzt haben sie aber trotzdem aus den Möglichkeiten gemacht. So, so viel zu den Grünen. Jetzt zu den anderen Parteien. Die CDU hat eine Zerreißsituation. Sie ist am besten zu erkennen an der Aussage des CSU-Innenministers Hans-Peter Friedrich, der nämlich in Fragen der Asylrechts- und Einwanderungspolitik den richtigen Hartmacher macht, den richtig dummholzigen Hartmacher, Scharfmacher. Und wir haben heute in den Echtzeitnachrichten gehört aus der englischen Nachrichtenlage, dass die Regierung Cameron, das sind ja auch sozusagen die konservativen Tories, der hat auch gesagt, wir werden die Einwanderungs- und Asylpolitik absolut verschärfen in England. Keiner kommt mehr rein, wir passen an den Grenzen besser auf, wir schießen schärfer, wir fördern die Einwanderung nicht und so weiter. Und zwar die von politischen Flüchtlingen. Es geht jetzt nicht um Immigration von Original-Leuten, die der britische Staat gebrauchen kann oder so, von denen ist nicht die Rede. Nein, wirklich Asyl gewähren, in der Not helfen, das sagt Cameron nicht mehr, gar nicht mehr. Warum sagt er das? Nicht, weil er ein Arschloch ist, sondern weil die große Zahl seiner Wähler sagen, ah, wenn es uns schon nicht so gut geht, dann sollen wenigstens nicht noch andere Leute von uns was geschenkt bekommen. Diese Hardliner-Linie in England bestärkt jetzt die Hardliner-Linie in Deutschland von Hans-Peter Friedrich und denjenigen in der Unionsfraktion, die Hardliner sind. Und zwar nicht, weil sie es wirklich sind, das müssen sie nicht, sondern weil sie sich davon die große Mehrheit ihrer Wähler versprechen. Also die Hardliner deutschen, rücksichtslosen deutschen Wähler. Und dann ist da der Rest der CDU. Das mögen vielleicht von den Abgeordneten sogar die Hälfte sein, aber sie treten nicht in Erscheinung, die sagen, ja, Menschenrechte, Freiheit, Solidarität, alles das wollen wir doch in der CDU auch. Christliche Grundsätze und so weiter, ja, die halten jetzt die Schnauze. Das heißt, die CDU ist zwischen Hardlinern in der annoncierten Politik und den irgendwie christlich angekränkelten Schwachmachern, die CDU ist zerrissen. Entsprechend jetzt von der SPD, bei der SPD ist es so, die SPD hat natürlich die sogenannten Realpolitiker, wie meinetwegen den dicken Gabriel, der will an die Regierung, der will ins Geschichtsbuch, egal wie, egal wem er seine Ellenbogen auf die Nase haut. So, Gabriel, ist die SPD so scheißegal, wie sie Schröder scheißegal war oder wie sie Steinmeier scheißegal ist oder wie sie Helmut Schmidt scheißegal war? Die SPD ist nicht eine sozialdemokratische Partei, stellvertretend durch diese Realpolitiker, die an die Macht wollen, sondern das ist die Teilung dieser machtgeilen SPD-Leute, die werden ausgewechselt wie nix. Steinbrück ist jetzt weg, dann kommt Gabriel, dann ist Gabriel weg, dann kommt Frau Nahles, auch egal. Die redet so lange von katholischer Soziallehre, bis sie da an erster Stelle steht und dann kommen die Ellenbogen raus. So, der andere Teil der SPD, das sind vielleicht wirklich Sozialdemokraten. Menschen für Aufklärung, für Solidarität, für Demokratie, für Bildung, für Kunst und Kultur, für die Stärkung der Schwachen, für die Zähmung der Starken. Alles sogar da, wo vom Marxismus Menschlichkeit herrührt, diesen Impuls weiterzutragen in die Zukunft sozialdemokratischer Partei. Das ist die andere Hälfte der SPD. Eine Spaltung in der Partei, die ist unheilbar. Und jetzt gehe ich also zur nächsten Partei über. Das ist die FDP, Freie Deutsche Liberale Partei. Die liberale Partei ist weg. Im Prinzip ist sie weg und sie ist ja eine Agentur. Wenn wieder irgendwo Wahlen sein werden, wird ein Teil des Kapitals wieder die SPD füttern, die Liberalen füttern, die werden Westerwelle und Rösler oder wem immer Christian Lindner Geld geben für Wahlkampf, dann haben die plötzlich genauso große Plakate wie CDU und SPD für einen Wahlkampf und dann haben sie die FDP. So, und das Problem für die FDP ist jetzt aber die AVD, diese Europartei für Deutschland, denn die nehmen auch das Geld von den Lobbyisten für die hartbeinige neoliberale Politik. Und insofern ist die FDP, also unsere liberale Genscherpartei, vielleicht tatsächlich weg vom Fenster, werden wir sehen. So, was bleibt uns denn über zu guter Letzt? Natürlich die Piraten nicht. Denn die Piraten haben jetzt gesagt, wir sind ferngesteuert. Der fernsteuernde Kraftakt tritt jetzt mangels Erfolges in die zweite Reihe, steuert aber, wie ich aus den Informationen der Piraten intern bereits weiß, schon den kommenden Parteitag im November, wo neue Vorstände gewählt werden. Der alte Schlömer,
zieht weiterhin die Strippen, er prolongiert die steuerbaren Kandidaten, mit anderen Worten die Piraten, können es nicht, sie sind nicht IT-Partei, sie können nicht mal vom Chaos Computer Club oder von Anonymous wirklich respektiert werden, weil sie es nicht können und weil sie auch irgendwie Sprudelköpfe sind, also von Politik keine Ahnung haben. Ich habe gestern nochmal nachgelesen, die Frau Marie-Katharina Wagner, die über mich Mobbing in der FAZ geschrieben hat, was hat die für ein Scheißbuch geschrieben über die Piraten, ja? Lässt sich da von dem Höffinghoff Flöhe ins Ohr setzen, der sei angeblich Antifa. Ich lache mich kaputt, das ist ein Bundeswehrrechter. Oliver Höffinghoff ist ein richtig harter Soldat, ja? Wenn der es gut bezahlt kriegt, ging er dann gleich noch nach Afghanistan schießen. Von dem lässt sie sich impfen, ja? Und lässt sich erzählen, wo beispielsweise meine Arbeit herkommt. Ich lache mich kaputt. Nicht mal die Mühe gemacht hat sie sich, in das zu gucken, was Lichtgeschwindigkeit seit dem Wahlkampf 2009 bereits täglich gebracht hat. Keine Ahnung. Auf dem Niveau laufen die Piraten ab und es ist bis heute keiner da von den Piraten, der gesagt hat, Moment mal, wir müssen die Partei aufstellen. Das ist das, was Dietmar Möws 2009, 2010 schon vorgestellt hat. Beim Bundesparteitag in Bingen habe ich es versucht vorzustellen. Beim Bundesparteitag in Neumünster, mit dem Ergebnis, dass sie mich zum Neonazi gemacht haben. Ich bin aber keiner geworden und ich kann nur sagen, das Verfahren der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Volksverhetzung gegen mich durch diese scheiß Piraten ist eingestellt worden. Also, liebe Freunde, freut euch. Nun also zu guter Letzt die Linkspartei. Die Linkspartei und Herr Ramelow mit einem M dürfen also sich wirklich als Opposition verstehen und es ist völlig korrekt gelaufen, dass Gregor Gysi jetzt sich hinstellt, bläst sich auf und sagt, ich bin die Opposition. Nun ist nur zu hoffen, dass ihm nicht die Kräfte verlassen, denn er ist ja gesundheitlich manchmal ein bisschen nicht konstant. Aber die Linkspartei ist jetzt für uns ein ganz wichtiges Konstitutiv für die alltägliche Verwirklichung der Wertsetzung in der deutschen Verfassung. Und zwar nicht nur metaphysisch, philosophisch, sondern ganz praktisch. Da heißt sozial noch sozial, da heißt arm noch arm und reich reich und Ausbeutung Ausbeutung. Also Linkspartei, liebe Leute.